Moin moin Freunde, was geht? Ja, und herzlich willkommen zu der, seht ihr, was angekommen ist, nämlich die Z-Box April 2018 mit dem Thema Battle oder Kampf im Deutsch. Und los geht's! Da ist sie, auf jeden Fall die Z-Box April 2018, ne, hat den weiten Weg von Spanien nach Deutschland gemacht. In den Norden zu mir und da ist sie endlich. Und ich würde sagen, wir holen unsere Machete raus. Natürlich keine Machete, mein Unboxing-Messer. Und dann würde ich sagen, wir machen die jetzt auf und schauen, was da drin ist. Ungeöffnet geht es jetzt nach Werk. Ich habe sie vorher noch nicht gesehen, die neuen, die jetzt zuschauen. Und dann würde ich immer, weil ich es ja immer so mache, wir beginnen mit Item 1. Und das ist natürlich Luftpolster. Das finde ich immer ganz gut, dass das da drin ist. So. Okay, das erste nehme ich noch nicht. Ich glaube, das sind Socken. Okay, das ist das T-Shirt. Aber Farbe Weiß mag ich ja nicht so ganz gerne. Aber mal gucken, was das ist. Okay, Battle hat das Thema ja Kampf. Und das sieht hier aus wie Street Fighter. Und das sollte das wohl sein. Ich lege das mal hier zur Seite. Das sollte Ryu sein. Kaioken. Sieht eigentlich ganz cool aus. Wäre das vielleicht in Schwarz, wird es mir wahrscheinlich besser gefallen. Ist aber leider ja in Weiß. Also das Muster ist ja schon cool. Kann man ja mal eben hier so sehen. Und ja, vielleicht, weiß ich auch nicht. Ich mag keine Farbe Weiß. Aber egal. Ich finde es soweit vom Motiv ganz geil eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist Item 1. Dann geht's weiter mit Item 2. Item 2 ist natürlich nicht das Heft. Das kommt gleich am Schluss. Irgendwie fühlt sich die Box sehr leer an. Okay, das ist wieder eine Münze. Das habe ich gleich so geführt. Okay, das ist die erste Münze, die ich abgeben werde. Battlestar Galactica. Ich muss sagen, ich habe es nie geguckt. Interessiert mich auch nicht. Wobei ich Science Fiction mag. Aber, ja, also ist nicht so meins. Werde ich wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht eine Verlosung reinstecken, verkaufen, tauschen. Wer Bock darauf hat, wer die gerne haben möchte, kann sich ja mal gerne melden. Vielleicht möchte jemand was tauschen oder mir die abkaufen. Oder wie gesagt, ich überlege mir erstmal in der Verlosung mal. Wobei ich noch so viel Krams noch hier habe eigentlich, ne, dass ich verlosen könnte. Ja, Battlestar Galactica Münze. Okay, da kommen wir zu Item 3. Okay, Item 3 ist ein Funko Pop. Und was für einer ist das denn? Overwatch. Oh nein, Leute, ich spiele kein Overwatch. Pop 94. Der sieht ja ganz cool aus, so wenn man die so das nimmt. Bisschen gemischt mit irgendwelchen Dragon Ball Charakteren und der Wumme. Ich muss aber gleich wieder ganz ehrlich sagen, da sieht man gleich schon ganz schön viele Fehler oben im Paint Job. Hier oben, wenn man das hier so sehen könnte, weiß ich, wenn das jetzt hier scharf stellt, da kann man auch sehen, dass da so einigermaßen das nicht so gut bemalt ist. Ja, und das ist auf jeden Fall Widowmaker. Widowmaker, die Witwemacherin. Ja, ist nicht mein Fall. Weil ich das Spiel auch gar nicht spiele. Ja, Schande über mein Haupt, wie gesagt. Aber ich habe auch keinen Bock, das irgendwie. Es hat mich nicht gereizt. Das war nicht so mein Erscheinungsding, wo ich gesagt habe, ich muss das jetzt unbedingt zocken. Aber da gibt es natürlich andere und die Fangemeinde ist ja sehr groß. Viele zocken das ja immer noch und so weiter. Aber ich muss wieder sagen, hier bei Funko Pop, die haben ja ganz schön viele Fehler wieder reingeballert hier. Ne? Hier die Farbe ist wieder nicht so pralle. Also einige Fehler. Deswegen bin ich ja so ein bisschen vom Funko her weg, wisst ihr ja. Ich kaufe mir, oder wenn ihr welche da drin sind, behalte ich die ja auch. Aber das ist so ein bisschen, wo ich mal sage, ganz ehrlich, da kann man schon ein bisschen drauf achten. Die Dinger kosten von 12,90 Euro normalerweise bis 15 Euro. Da sollte man schon was Gutes eigentlich erwarten, wenn es auch Massenproduktion ist. Aber naja, ne, also das war auf jeden Fall der Widowmaker. Okay, Item 4. Item 4, und da war es das auch gewesen. Okay, da ist sie wieder leer, die Box. Vier Teile, ich finde es ja mittlerweile so ein bisschen, okay, die Münze, die ist wahrscheinlich doch nicht so billig in der Produktion. Aber fünf Teile, ehrlich, würde ich gut finden. Ne? Wenn die Box kostet ja 24 Euro ungefähr. Und das ist ein Portemonnaie. Okay, das ist cool. Das ist eigentlich das erste Item, was mir aus dieser Box gefällt. Ich komme gleich mal zu meinem Fazit. Okay, ist eine Thor Ragnarök. Portemonnaie. Aber ganz ehrlich, werde ich auch wohl nicht nutzen. Ja, meistens ist das Problem ja, dass sie meistens zu klein sind. Und das, ja, gut. Das Problem bei dieser ist jetzt ja schon zum Beispiel von der Qualität.
ist sie einigermaßen ganz gut. Mal hier Makro. Also von der Qualität kann man gar nicht meckern. Da ist der Druck drauf. Da sieht man auf jeden Fall Mjölnir und ein paar Schwerter. Hulk, die Faust. Und von innen, was ich ja meine, ist halt immer das Problem bei diesen amerikanischen Portemonnaies. Hier sind die ganzen Kreditenkarten drin. Hier kannst du deine Scheine reinpacken. Und ja, das Marvel-Logo und so weiter. Aber kein Kleingeld-Portemonnaie. Wenn man natürlich ein EC-Kartenzahler ist, wie ich eigentlich, dann und nur Geld irgendwie um sie schleppt, ist eigentlich ja gar nicht schlecht. Muss ich mal überlegen, ob ich die behalte. Weiß ich aber auch noch nicht. Ich finde sie sonst gar nicht so schlecht. Ist klein, handlich. Vielleicht behalte ich die auch. Und das ist auch das erste Item, was ich eigentlich aus dieser Box gut finde. Muss ich ganz ehrlich so sagen, die anderen Sachen interessieren mich leider einfach nicht. Aber ich sagen würde, diese Sachen sind schlecht, eigentlich nicht. Weil die Münzen mag ich ja. Das T-Shirt finde ich vom Druck auch cool. Ist die Farbe, die ich nicht mag. Der Funko Pop ist natürlich Geschmackssache. Ist halt Overwatch. Ist aber ein Funko Pop. Die Box trifft das Thema auf jeden Fall. Es ist alles mit, hat alles mit Kampf zu tun. Wobei ich hätte mir bessere Sachen gewünscht. Für mich ist die Box eher so Mittelmaß. Aus meinem eigenen Geschmack. Wenn man die aber bewerten würde nach der Aufmachung her, ist sie nicht schlecht. Die haben sich mal wieder Gedanken gemacht mit dem Portemonnaie und so weiter. Das habe ich auch schon lange nicht mehr drin gesehen, irgendwie in anderen Boxen. Und ja, sonst ein T-Shirt, klar, ist jammer da drin. Aber ist leider nicht so mein Thema, was jetzt so mir gefallen hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das nächste Thema ist Detectives. Der Detektive könnte alles sein. Ne? Könnte dann halt Sherlock Holmes sein. Könnte der Detective Conan sein, was ich eher nicht glaube. Vielleicht als Funko Pop. Wäre cool. Oder es gibt ja auch Batman Detectives. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ja, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ne, ab in die Kommentare damit. Lasst natürlich ein Abo da, wenn euch das hier natürlich gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von mir. Dann lasst natürlich den Abo-Button klingeln und vergesst nicht die Glocke dazu machen, weil sonst verpasst ihr ja auch keine Benachrichtigungen von mir. Natürlich ein Daumen nach oben, wenn euch das Video auch noch gefallen hat. Ne? Wie gesagt, wer was Interesse an irgendwas hier hat, ne, kann mich auch gerne immer anschreiben. Vielleicht gebe ich auch mal was ab und so weiter. Weil ich muss ja nicht alles behalten. Ne? Meistens verkaufe ich immer ein, zwei Teile davon. Oder stecke sie, wie gesagt, in so eine Lootbox rein, die ihr mal dann gewinnen könnt. Ja, also, ne, Leute, bis dann und schauen. Bam!